Also für uns ganz eindeutig mehr waren. Also Corona war definitiv ein Schub für uns. Wahrscheinlich auch mit dem glücklichen Aspekt, wir haben Brotbackkurse damals schon auf der Plattform gehabt und Brotbacken war wahrscheinlich neben dem Kochen allgemein nochmal das Hype-Thema an sich. Und da haben wir wirklich, kann man sagen, wahrscheinlich einen von den besten Tutoren, war nicht den besten im deutschsprachigen Raum. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des TechHaberTalks. Heute mit der Firma Siebenhauben und Johannes Seiler, Geschäftsführer. Herzlich willkommen, Johannes. Servus, Georg. Heute geht es ja viel um das Thema Kulinarik und jetzt gleich meine Frage, wie war dein Mittagessen? Selbst gekocht? Selbst gekocht, ja, sehr einfach und meistens im Büro nur aufgewärmt in der Mikrowelle. Okay. Aber ich nehme an, das ist nicht der Standard und nicht das Thema, der Zugang, der euch zu eurer Geschäftsidee geführt hat. Vielleicht ganz kurz die Geschäftsidee umrissen. Genau, also prinzipiell bieten wir mit Siebenhauben eine Plattform für Online-Kochkurse mit den besten Köchen im deutschsprachigen Raum zu unterschiedlichsten Themen. Also es gibt wirklich Themen zum Pasta-Kochen, wie mache ich selber Pasta, den Teig, verschiedenste Formen, wie mache ich dann Gerichte draus, bis zum Barbecue, bis zum Kuchenbacken, also wirklich alles querbeet durch. Und dort suchen wir uns eben die besten Leute für das jeweilige Gebiet aus und mit denen drehen wir dann ein Videokurs, der so 2 bis 5 Stunden dauert. 2 bis 5 Stunden? Genau, und das wirklich in Kinoqualität sozusagen. Also wir bezeichnen uns ein bisschen so als Netflix fürs Kochen. Ganz easy ausgedrückt. Entschuldigung, die 2 bis 5 Stunden sind für mich schon verwirrend, weil wenn ich koche und ich koche lang, Rindfleisch oder was, dann dauert das 2 Stunden. Aber 2, 5 Stunden, was wird da gekocht? Genau, also es ist ja nicht ein Rezept, was dann logischerweise 2 bis 5 Stunden dauert, sondern das ist wirklich ein Kurs zu einem gesamten Thema. Bleibe zum Beispiel bei dem, was ich vorher erwähnt habe, zum Thema Grillen. Da wird wirklich erklärt, was ist zum Beispiel Unterschied zwischen Direktgrillen, Indirekt und so weiter, was sind so ganz lange Gerichte, die ich zum Beispiel am Griller mache. Wir haben verschiedenste Techniken vorgestellt und natürlich auch sehr viele Gerichte. Also in so einem Kurs sind dann zwischen 10 und 20 Rezepte auch drinnen. Und eben viel Theorie-Input auch noch. Okay, das heißt, es geht nicht darum, also man sitzt hier vom Fernsehen mit Chips und mit einem Getränk und schaut dann einfach das an und das schaut sich wie an. Offensichtlich. Ja, was heißt offensichtlich in Zahlen? In Zahlen, wir haben jetzt über 25.000 zahlende Kunden aktuell. Genau, wir haben also wirklich die für die Kurse zahlen oder wir haben auch ein Abo seit letztes Jahr November, bei dem die User sozusagen eine Jahresgebühr zahlen und Zugriff auf alle Kurse erhalten. Wir haben aktuell knapp 20 Kurse jetzt auf der Plattform. Und bei uns gibt es dann auch noch kostenlose User oder Free-User, wie es wir bezeichnen. Wir haben sehr viele Gratis-Rezepte auch auf der Plattform. Das sind über 300, glaube ich, mittlerweile. Und auch Einblicke in die Kurse, die kostenlos sind. Und da haben wir, glaube ich, gut über 100.000 neue User jeden Monat noch. Jetzt ist ja das Thema Kochen, Internet oder Kochen, Fernsehen früher, Internet, ist ja nichts Neues. Ja? Sag ich es einmal. Wie schafft ihr das, dass ihr so viel Leute erreicht? Ist das ein Markenthema? Ist das ein Qualitätsthema? Ihr habt ja besonders gute Entertainer, um 5 Stunden lang sich den Film anzuschauen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, 5 Stunden Kochen zu schauen. Ja? Ich glaube wirklich in erster Linie, dass das ein Qualitätsthema ist. Und zwar für uns ist wirklich die Qualität immer im Vordergrund gestanden, also sowohl inhaltlich als auch optisch. Das ist ja ganz klar das, was uns, würde ich mal sagen, von YouTube zum Beispiel abhebt, wo wirklich mittlerweile wahrscheinlich alles verfügbar ist. Aber ich glaube, wir produzieren das schon auf einem anderen Niveau, wie der Großteil, die auf YouTube unterwegs sind. Also das unterscheidet uns ganz klar. Und bei uns ist schon ein bisschen so eine Mischung aus, ich würde mal sagen, wir bezeichnen uns als Edutainment-Plattform. Das heißt, wir haben so einen gewissen Entertainment-Faktor drinnen, aber halt auch Wissensvermittlung. Und das ist, glaube ich, der spannende Mix, den wir bieten können. Wir wollen wirklich die Leute was lernen dabei, aber halt nicht so, dass das ein komplett trockener Kurs ist, der jetzt 5 Stunden. Wie oft kommt eine neue Sendung raus? Weil ich denke mal, österreichische Küche, deutsche Küche, weiß jetzt nicht, ob es das gibt, ja. Aber dann indische Küche und dann gibt es nur Brotbacken und Pizzabacken und dann irgendwo, ich meine, mein Horizont und vegan, ja. Ja, es kommen schon ein paar Sachen zusammen. Ich würde gerade sagen, du kommst jetzt eh über die Zeit, glaube ich, für ein paar mehr Themen, wie ja, da vielleicht stimmt, ja. Im ersten Blick unterkommen. Aber
Wie gesagt, wir haben aktuell um die 20 Themen drauf. Ich glaube, allein Länderküchen gibt es wahrscheinlich zig verschiedene, die wir anbieten können. Dann bieten wir Kurse zu gewissen Kochtechniken auch an. Und dann gibt es bei uns immer noch die Unterscheidung von einem Skill-Level. Das heißt, es gibt bei uns Kurse für Anfänger und Kurse für Fortgeschrittene oder auch dazwischen. Das heißt, man kann da wirklich eine sehr, sehr breite Vielfalt anbieten. Aktuelles Thema Corona, ja. Ich habe den Eindruck, es haben sich sehr viele so Kurse jetzt neu entwickelt in Corona, weil jeder hat gesagt, okay, ich bin eh nicht analog verfügbar, ich mache jetzt meine Online-Kochkurse. Gibt es ja mehrere Beispiele rund um und um. Jetzt würde ich sagen, Corona in Summe, ja, es ist Konkurrenz dazugekommen, mehr Leute haben euch konsumiert. Unterm Strich, mehr waren, weniger waren, gleich blieben? Also für uns ganz eindeutig mehr waren. Also Corona war definitiv ein Schub für uns. Wahrscheinlich auch mit dem glücklichen Aspekt, wir haben Brotbackkurse damals schon auf der Plattform gehabt und Brotbacken war wahrscheinlich neben dem Kochen allgemein nochmal das Hype-Thema an sich. Und da haben wir wirklich, kann man sagen, wahrscheinlich einen von den besten Tutoren, war nicht den besten im deutschsprachigen Raum, damals schon auf der Plattform gehabt. Wie heißt der? Darf ich das sagen? Lutz Geißler von dem Plötzblog. Okay. Und haben dann in der Corona-Anfangszeit 2020 noch zwei weitere Kurse mit ihm gedreht und das hat wirklich extrem gut funktioniert. Und auch die anderen Kurse, also es ist wirklich bei uns alles sehr nach oben gegangen oder steil nach oben, genau. Gibt es eine Grenze, weil es ist natürlich nur deutschsprachig, oder wollt ihr zukünftig dann englischsprachig anbieten oder wie schaut es da aus? Wird sehr wahrscheinlich einmal kommen auch, ja. Also aktuell ist schon der Fokus noch am deutschsprachigen Raum. Ich würde sagen 2021 auf jeden Fall nur deutschsprachige Kurse. Schauen aber laufend eigentlich schon, dass wir das Angebot auf andere Sprachen erweitern werden. Okay, coole Sache. Wie viel Leute seid ihr? Sind aktuell, ich würde sagen, so also 8 fixangestellte Vollzeit sind wir aktuell und ein paar Freelancer, die noch mitarbeiten. Ja, ist schon ganz, genau. Schon mächtig. Und du, schaust du selbst deine Filme an oder? Natürlich. Oder müsste es dann die Frau machen? Die macht es auch, aber sehr gerne und freiwillig. Okay. Nein, ich schaue mir das natürlich an und prinzipiell die Idee ist ja auch von meiner Seite her entstanden, weil ich damals im Studium mit einem Koch in der WG zusammengewohnt habe und wir haben genau sowas gesucht, wie es jetzt wir aktuell anbieten. Dementsprechend, das war für uns irgendwie so die Lücke, die gefehlt hat und irgendwie haben wir uns dafür entschlossen. Das heißt, du isst gern gut. Gibt es nachdem du es gemacht hast, nur sozusagen eine Lieblingsspeise, was du sagst? Eigentlich, das ist das Highlight von meinen, keine Ahnung, x Essen, die da gekocht werden. Du meinst jetzt von den Kursen, die wir oben haben schon? Oder nein, von den Kursen, weil du willst jetzt keine Werbung machen und alle aufzählen. Eine Speise. Witzig, von mir meine Lieblingsspeise, ich weiß nicht, was überhaupt der hochdeutsche Name ist, aber es sind Räubernudeln oder Reibernudeln. Das ist also eine Mischung aus Topfen und Kartoffelnudeln sozusagen, die man in Rohr rauspackt mit Leinöl und Sauerkraut. Kennen wahrscheinlich die wenigsten, aber das ist so das, was mich erstens an meine Kindheit erinnert und was halt meine Lieblingsspeise ist. Okay, passt. Ja, dann danke für den kulinarischen Tipp. Viel Erfolg noch weiterhin mit eurem Unternehmen. Danke fürs Kommen. Danke auch euch fürs Dabeisein und ich freue mich wieder, wenn ihr dabei seid, wenn es heißt Tech Haber Talk Online.